Hans-Georg Maaßen nennt das drohende Parteiausschussverfahren aus der CDU gegen ihn rechtswidrig. Der frühere Verfassungsschutzchef weist alle Vorwürfe eines parteischädigen Verhaltens zurück. Die Austrittsforderung des Vorstands der Christdemokraten wegen angeblich antisemitischer Äußerungen sei ein Angriff auf die Meinungsfreiheit und innerparteiliche Demokratie, so Maaßen. Eine Verwarnung seiner Partei könne er dagegen grundsätzlich akzeptieren. So Maaßen weiter. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.